Es wird wieder Weihnachtszeit, meine Damen und Herren. Und das ist so ein herrlicher Zeit. Und es ist schön, dass Sie alle hierher gekommen sind, um zusammen mit uns Weihnachten zu feiern rund um die Welt. Wir gehen heute Abend rund um die Welt. Sprechen Sie alle Englisch? Ja? Gut. Alles brauchen Sie, sonst verstehen Sie nichts von dem Abend. Aber Sie haben gesagt, yes, Sir. Ich meine nicht das Englisch von No und Yes. Das ist ein Missverständnis. Ich meine Englisch im Sinne von der Sprache der Engel. Die schönste Sprache, die es gibt. Die Sprache des Herzens. Und ich bin sicher, dass Sie mit mir einverstanden sind, meine Damen und Herren, dass das die allerschönste Sprache ist, die es gibt. Wenn Sie unsere Engel gehört haben, die jetzt für Sie singen wird. Sie singt regelrecht aus dem Himmel. Habe ich recht, dass das schön war? Wir haben auf unserer Reise durch die Welt, meine Damen und Herren, viele Überraschungen für euch mitgenommen heute Abend. Und eine davon ist aus Japan. Wir sind schon sehr oft da gewesen. Und vor 2 Jahren haben wir diese kleine Engel da begegnet. Und wir haben schon viele Konzerte zusammengegeben. Heute Abend sind sie hier für euch. 35 kleine Engel aus Japan. Geben Sie sie einen Riesenapplaus. The Little Angel from Nagasaki.
Michael Azer from Nagasaki. Und jetzt habe ich die große Ehre und auch das Vergnügen, euch noch drei großen Solisten ankündigen zu dürfen, ebenfalls aus Japan. Geben Sie sich einen Riesenapplaus, Yuka! Und der allergrößte, Shunkin! Chikana. So habe ich auch mal angefangen, wie der Kleine. Das ist echt wahr. Ich war als kleiner Junge in einem Kirchenchor, bevor ich Geige spielte. Und das fand ich eine fantastische Zeit. Die schönste Zeit im Chor war natürlich die Weihnachtszeit. Und davon wieder war die allerschönste Zeit der Heiligabend. Weil dann durften wir als Kinder nicht ins Bett zu gehen und aufbleiben, ganze Nacht. Ach, das war damals noch schön. Und ja, als alter Mann möchte man schlafen, aber kleine Kinder möchten. Und ich weiß noch, dass wir dann nach der Nachtmesse eine halbe Stunde lang diese herrlichen Weihnachtslieder gespielt haben. Die Gemeinde hat sich dann ganz zu uns gedreht und dann haben wir mitten in der Nacht diese Lieder gesungen. Und eine der allerschönsten fand ich immer vom Himmel. Zu früh. Ist zu früh. Einer der allerschönsten fand ich immer vom Himmel hoch, da komme ich her. Und das spielen wir jetzt für Sie. Jetzt darfst du.
Das ist so herrlich, diese Weihnachtszeit. Ich bin nicht viel zu Hause, aber meine Frau, die sorgt immer dafür, dass das Haus schön geschmückt ist. Die Vorbereitungszeit überhaupt, sie steht jetzt schon in der Küche für die Vorbereitung für das Essen. Können Sie sich vorstellen, was das wird? Und sie schmückt den Baum und sorgt dafür, dass das gemütlich wird. Und dann komme ich wieder zu Hause nach einer Woche und dann ist es wieder schöner geworden. Und das nächste Lied, das wir jetzt für Sie singen, darum geht es eigentlich, um die Vorbereitungszeit von Weihnachten. Es ist ein englisches Lied, das heißt Deck the Hall with Boughs of Holly. Schmücke das Haus mit Tannenzweigen. Und das wird für Sie gesungen von die Englein aus Japan. Aber nicht alleine die kleine Englein, auch unsere große Engel, die Sie schon gesehen haben, singt damit. Geben Sie sie einen Riesenapplaus. Susanne Ehrens. Sie hat mir gerade gefragt, ob sie zwischen die kleinen Engel sitzen darf. Natürlich darf sie. Bitte. Engel gehört zu Engel. Ist das süß oder nicht? Aber ich bin auch ein Engel. Und ich sehe da einen leeren Platz. Ich setze mich auch dazwischen. Pass auf, mein Kleiner. So. So, jetzt bin ich auch ein Engel. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. This is season to be jolly. La 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 la. Don't we know our gay apparel? La la la. Ich sitze ganz bequem hier, ich bleibe hier sitzen. Jetzt, meine Damen und Herren, wo ich hier so zwischen diese Engel aus Japan sitze, habe ich an etwas gedacht. Alle Mütter in die Welt singen, wenn ihr Kind schlafen muss, ein Wiegelied, ein Schlaflied. Und das sind immer ganz sanfte, leise Melodien. Und unser großer Engel hier, Susanne, wird jetzt ein sehr schönes Wiegelied für sie singen. Es kommt aus Irland und sie singt darin, dass es jetzt dunkel wird und dass die Vöglein schlafen werden und dass sie zu den Engeln im Himmel beten wird, dass sie immer für das kleine Kind sorgen werden. Es ist das allerschönste Wiegelied, das ich je gehört habe. Slumber, my darling.
Lumber, my darling, thy mother is near, guarding thy dreams from all terror and fear. Sunlight has passed and the twilight has gone. Slumber, my darling, the night. Und jetzt, meine Damen und Herren, das nächste Weihnachtslied, das spielen wir dreimal. Ja? Das erste Mal singt das japanische Kinderchor und dann halten Sie den Mund. Sie können sowieso kein Japanisch. Das zweite Mal, dann summen Sie alle mit dem ganzen Saal. Ja, summen ist singen mit dem Mund zu. Ja? Und das dritte Mal, bitte, Sie kennen alle das weltberühmte Lied.
Ja, ich bin mal neugierig, wie das geht heute Abend.